Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, warum das BSW bei der Bundestagswahl sehr wahrscheinlich nicht mehr als 10% bekommt oder sie eher um die 5%-Hürde kämpfen müssen. Überhaupt die Zeit des BSW vorbei ist, bevor sie potenziell überhaupt angefangen hat. Und woran liegt das? Aus meiner Sicht ist es die Entscheidung, mit der CDU in Thüringen zu koalieren. In den anderen Bundesländern ist es verzeihlich, aber in Thüringen ist es der entscheidende Knackpunkt. Warum ist das so? Schauen wir uns mal programmatisch, inhaltlich die Gemeinsamkeiten an zwischen AfD und BSW. Also jetzt speziell in Ostdeutschland, also die Ost-AfD. Ich rede jetzt nicht von Weidel, sondern von Björn Höcke. Und tatsächlich, also was auch Wagenknecht immer erzählt, tatsächlich ist die programmatische Nähe zur Thüringer AfD denkbar nah. Ist von BSW viel näher als zur CDU, SPD oder zu den Professoren wie Henkel, die ja Wagenknecht gelobt hat, im Vergleich jetzt zu Björn Höcke, der ja so rechtsextrem ist, im Vergleich zu Hans-Olaf Henkel und den anderen Leuten, den früheren Gründern, die ja angeblich noch seriös und ja, die noch, mit denen man noch hätte koalieren können. Und das ist ein völliger Unsinn, den auch die Leute sehen. Also ich habe ja ein Video über Hans-Olaf Henkel gemacht und seine Einstellungen, auch seine geostrategischen Einstellungen, werden offensichtlich und das hat mit BSW überhaupt nichts zu tun. Das heißt, was Wagenknecht hier gemacht hat, um jetzt irgendwie dem Mainstream zu gefallen, um in die Talkshows eingeladen zu werden, erzählt sie den größtmöglichen Unsinn in vielen Bereichen und die Leute merken es halt auch immer mehr. Und vor allen Dingen erzählt sie ja immer, dass Björn Höcke ist so rechtsextrem, so böse und deswegen geht's halt leider nicht. Also mit Björn Höcke geht's auf keinen Fall. Und stattdessen koaliert man mit der CDU, weil das sind ja noch vernünftige Leute, das sind ja noch normale Leute und Björn Höcke ist ja ganz unmöglich und kann man überhaupt nicht wählen. Und jetzt schauen wir uns mal die Realität an und die Realität, die auch die Leute sehen. Wir haben mit Zelensky in der Ukraine jemanden, der es duldet, dass ein SS-Veteran geehrt wird. Und es ist jetzt nicht die Rede von Kanada, wo der zurückgetreten ist und sich der kanadische Premier entschuldigt hat, sondern dieser ukrainischstämmige SS-Veteran, er wurde in der Ukraine Monate später nochmal explizit geehrt. Und Zelensky lässt das zu. Und wir unterstützen Zelensky mit Waffen und finanziell. Und Sarah Wagenknecht hebt ja auch immer hervor, wie böse Putin ist. Aber sie hebt nicht hervor, was das für eine Regierung ist. Also das mit dem SS-Veteran, das ist ja nur sinnbildlich für alles. Das Azov-Bataillon, die Leute rennen offen mit Nazi-Symbolen herum. Sie werden in die ukrainische Armee integriert. Die Regierung in der Ukraine duldet und unterstützt offen Nazis. Was sich auch im Umgang mit Menschen äußert, und zwar tödlich. Das heißt, wir haben es mit einem Nazi-Regime zu tun. Und die CDU und unsere Medien unterstützen diese Nazis oder diese Nazi-Unterstützer. Indem sie ihre schlimmen Taten ausschweigen. Und ein Bild kreieren von den Leuten, dass das falsch ist. Und die Leute merken das auch immer mehr. Vor allem die Leute in Ostdeutschland. Sie bekommen immer mehr mit, was in der Ukraine los ist oder schon seit 2014 los war. Dass gezielt gespalten wurde von den USA und diese Kräfte. Und zwar nicht nur Tjanibok, sondern auch Leute wie Klitschko, die sich auch mit Nazis fotografieren lassen. Freudestrahlend. Die Leute wissen das immer mehr. Und natürlich, ja, es wird dann immer mehr offensichtlich, dass Wagenknecht sich in irgendwelchen Lügennarrativen verliert. Und es ist vollkommen offensichtlich, dass realistisch, faktisch, wenn man die Tatsachen betrachtet, also dieser Begriff Rechtsextremismus, also überhaupt Extremismus und Rechts, beides ist fragwürdig, weil extrem ist eigentlich nicht eine richtige Bezeichnung für das, was damit eigentlich ausgedrückt werden soll. Und das Links-Rechts-Schema ist auch nicht richtig, weil das suggeriert, die Mitte ist richtig und umso weiter nach links und nach rechts, desto unnormaler und desto falscher ist man. Das ist eigentlich beides falsch. Aber nehmen wir jetzt mal diesen Begriff Rechtsextremismus und gucken uns das faktisch an. Das heißt, wir haben die CDU, sie deckt die Regierung in Kiew. Das tut Björn Höcke nicht. Und wir haben es in Kiew mit Leuten zu tun, wo nazihafte Bestrebungen gefördert und unterstützt werden. Das heißt, wenn man diesen Leuten bewusst hilft, dann ist man selbst ein Nazi, ganz einfach. Und das heißt, die wahren Nazis, das sind die großen Medien und die CDU und diese ganzen Altparteien, die diese Verbrechen in der Ukraine ausschweigen. Das sind die Extremisten.
Und Björn Höcke ist kein Extremist, weil er nämlich sich dagegen stellt und das nicht unterstützt und nicht irgendwelchen Nazi-Unterstützern Geld zukommen lassen will. Und das heißt, wenn jetzt Wagenknecht mit der CDU koaliert, und es ist natürlich lobenswert mit den Mittelstreckenraketen, dass sie jetzt in den Mittelpunkt gerückt hat, das hat Weidel nicht getan. Aber es ist einfach ein Vergehen, mit der CDU zu koalieren, wenn man mit der AfD koalieren kann. Und gerade nicht, weil Björn Höcke da ist, sondern gerade weil Björn Höcke da ist, müsste man mit ihm koalieren. Also es wäre viel eher zu verstehen, wenn das BSW in Westdeutschland eine Koalition mit der AfD ablehnt, weil ja die AfD dort sich nicht eindeutig positioniert gegen die Mittelstreckenraketen oder gegen die geostrategischen Ambitionen der USA. Also nehmen wir beispielsweise Hamburg, wo eine talentierte russischstämmige Politikerin das Handtuch geworfen hat. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass diese Koalition gemacht wurde? Ich hatte mich geirrt, ich dachte, okay, diesen Kompromiss, die CDU lässt sich nicht drauf ein. Aber tatsächlich, aus meiner Sicht ist es logisch, die CDU hat sich dann halt gesagt, okay, ja, uns bleibt nichts anderes übrig, wenn wir keine Neuwahlen wollen, dann muss das halt auf dieses Papier draufgeschrieben werden. Und jetzt stellt sich die Frage, was bewirken denn diese Zeilen in Thüringen und in Brandenburg, wo sich die Landesregierung dafür ausspricht, irgendwie für Frieden zu sein und dass die Mittelstreckenraketen kritisch diskutiert werden sollen und so weiter. Und aus meiner Sicht, dieses Papier, das bringt eigentlich fast überhaupt nichts. Weil die großen Medien werden es einfach ausschweigen und die Landesregierung, sie wird halt vielleicht irgendwann dran zerbrechen, wenn sich die Frage wieder stellt. Aber jetzt hat man Zeit gewonnen und ja, also der Status quo ist gesichert worden. Man hat die Koalition erreicht, man hat irgendeine Koalition gemacht, es geht weiter wie bisher und faktisch wird sich überhaupt nichts ändern. Weil das Entscheidende ist, die großen Medien werden es nicht berichten und jetzt tagesaktuell werden diese Themen nicht anstehen. Es ist dann wahrscheinlich einfach für das BSW gut, um das Gesicht zu wahren. Aber aus meiner Sicht, die grundlegende Politik der CDU wird sich durch diese Zeilen in dem Koalitionspapier wird sich dadurch überhaupt nichts ändern. Ihr könnt ja schreiben, wie sich dadurch was ändern soll. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber jetzt nehmen wir mal den Fall an, die Bundesregierung beschließt irgendwas. Dann kann der Mario Vogt oder andere können dann auf das Koalitionspapier zeigen und sagen, ja, das ist ja eigentlich, muss ja irgendwie diskutiert werden oder das finden wir eigentlich nicht gut. Aber was bewirkt das am Ende? Es bewirkt das dann, dass diese Entscheidung von Friedrich Merz als Bundeskanzler, dass er Taurus liefern will, wird das einen Einfluss darauf haben, dass er das nicht liefert? Natürlich nicht. Sondern er hat die Mehrheit, er sagt dann, ja, ich bin jetzt hier Bundeskanzler und die Landesregierung, die sollen ihre Landespolitik machen und dann steht da vielleicht irgendein Papier da, dass die dagegen sind. Ja, schön, wir sind halt eine plurale Partei, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber die Medien werden es auch einfach nicht berichten. Also dann kann dann der Mario Vogt sagen, ja, tragisches Pech, ja, wir sind dagegen, aber der Bundeskanzler Friedrich Merz, der will halt Taurus doch liefern. Und dann werden die Medien es nicht berichten. Und dann war's das. Und das hat man also erreicht und man hätte genauso gut in Thüringen eine Koalition mit der AfD machen können. Wo man vor allen Dingen im Medienstaatsvertrag, man gemeinsam was hätte machen können. Also man hat natürlich immer gehofft, weil man muss eher Wagenknecht zugute halten, dass sie das mit den Mittelstreckenraketen in den Mittelpunkt rückt. Man muss ja über die kleinen Dinge freuen, weil Weidel hat das nicht in den Mittelpunkt gerückt mit den Mittelstreckenraketen. Aber jetzt, der Kompromiss ist einfach zu groß und der Kompromiss ist aus meiner Sicht, also sie geht diese ganzen Lügen-Narrative mit und denkt sich, ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich kann es auch so argumentieren mit den Mainstream-Argumenten. Aber das greift zu kurz, weil die Putin-Dämonisierung, die Russland-Dämonisierung, die wird dazu führen, dass die Leute sich nicht ernsthaft dagegen stellen. Das ist das Entscheidende. Putin und Russland muss entdämonisiert werden. Und nur dann wird sich grundlegend was ändern. Und solange Wagenknecht diese Dämonisierung mitmacht von Putin und Russland, weil es natürlich indirekt auch Russland, weil die Russen stehen hinter Putin, also es ist ja vordergründig, geht es nur gegen Putin, aber es ist ja offensichtlich, die Leute stehen hinter Putin, dann geht es über kurz oder lang gegen ganz Russland. Das ist vollkommen offensichtlich, weil die Zustimmung für Putin ist natürlich riesig, weil er in Russland eine Politik macht, die Russland nach vorne bringt und wodurch es den Menschen in Russland gut geht. Und Russland jetzt wahrscheinlich auch im Lebensstandard aktuell an uns vorbeizieht, an Deutschland, oder schon vorbeigezogen ist. Und ja, sie hat jetzt eine eigene Partei, also BSW hätte ja, oder könnte jetzt auch viel höher stehen, als es jetzt ist. Und dann müsste sie auch, wenn sie härter
härtere Narrativ vertritt, müsste sie trotzdem, würde sie trotzdem halt in die Medien kommen. Vielleicht nicht so oft, aber sie würde trotzdem regelmäßig in die Medien kommen. Vor allen Dingen, wenn BSW stark ist, weil natürlich, wenn BSW stark ist, dann AfD und BSW beide so auszugrenzen, es würde den großen Medien auf die Füße fallen. Also es würde einfach noch auffälliger werden und aus meiner Sicht ist das eine riesige Chance, die, ja, die Wagenknecht verpasst hat. Eine totale Fehlentscheidung. Und jetzt wird man sehen. Also bei der AfD kann man, wie Weidel mit den wichtigen Themen umgeht, damit kann man auch nicht zufrieden sein. Es ist ja eine traurige Situation und man kann nur hoffen, dass die Kräfte in der AfD und im BSW, dass man ja, es noch Überraschungen gibt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.